Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Bar 6. In der letzten, ja, ich will nicht Staffel sagen, aber in den letzten Episoden, im letzten Run, hatten wir ein sehr merkwürdiges Ende, aber wir gehen auf ein neues Abenteuer, Weltraumübung, Voyager. Und dieses Mal nehmen wir den guten alten Bronco mit und die Intelligenzbestie, okay, die beiden lächeln noch sehr seltsam. Also wir nehmen die beiden auf jeden Fall mit, beziehungsweise versuchen es. Bronco dieses Mal als Captain. Oder gucken wir mal. Drückt mir die Daumen. Also ich muss jetzt ordentlich was einsammeln. Vielleicht kriegen wir jetzt wieder einen richtig guten Run hin. Und vor allem der dünne Spaten, der kann ja nicht so schwer sein. Deswegen wird das schon was werden, hoffe ich mal. So, okay. Konzentration. Suppe, Suppe. Oh, wir können einen mehr tragen. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wir können richtig viel tragen. Okay. Das ist gut, das ist gut. So, nehmen wir Suppe mit, Suppe mit, Suppe mit, Suppe mit. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich was zu essen mit. Wir haben den Kommunikator dabei. Wir haben den Scheiß dabei. Gehen wir hier rüber. Nehmen das hier noch mit. Zurück. So, dann brauchen wir den Erste-Hilfe-Kasten. Mit den dünnen Spaten nicht. Ist nicht gut. Ohne den dünnen Spaten kann ich nicht gehen, sondern muss ich es nochmal versuchen. Aber der muss ja da hinten sein irgendwo. Da ist er. Apropos Spaten. Was zu essen. Und jetzt schnell, 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 schnell. Okay. Wir haben alles dabei. Wir haben ordentlich Essen. Dass der so viel tragen kann, der Bronco. Alter. Ich glaube, das ist seine Eigenschaft, dass er viel tragen kann. Ich bin gespannt, mit was wir rauskommen. Ich habe ordentlich Materialien mitgenommen. Das heißt, dass wir ordentlich was bauen können. Auch auf dem Weg zum Planeten hin. Das war nämlich der Plan, dass wir bis dahin halt ein bisschen was bauen schon mal können. Und wir haben dafür jetzt die Sockenpuppe und alles nicht. Aber das können wir alles bauen. Das ist ja alles kein Problem. Es ist halt besser, Materialien mitzunehmen, um Sachen zu bauen, als die Items direkt zu suchen. So, wir haben Suppendosen. No, 9 Stück. Ich will mehr als 9. Oh. Naja. Gut, er hat uns nur eine gegeben, höchstwahrscheinlich, weil wir 8 hatten und wenn mit 9 gut auskommt. Ah ja, gut. So, Ressourcen. 60, 30. Gut, Batterie ist jetzt nicht so wild. Aber heilige Scheiße ist das gut. So, wir möchten eine Rede schwingen und versuchen es mit Stärke. Immerhin können wir das ganz gut. Na gut, auf geht's, Freunde. Auf geht's in ein neues Abenteuer. Und ich bin gespannt, wie weit wir diesmal kommen. Meine Mausbatterie ist ziemlich leer, deswegen muss ich die einmal ganz kurz tauschen. Am Rande der Galaxis kann man nur überleben, wenn der Captain knallhart ist. Du erfüllst die Anforderungen, Captain, und deine starke Rede passt genau zu. Hab ich jetzt die falsche Batterie reingetan? Ne, ich habe sie nicht ganz durchgedrückt. Deine starke Rede passt genau ins Bild. Mögen all jene, die sich dir in den Weg stellen, vor Furcht erzittern. Niemand kann dich und deine Mannschaft aufhalten. Ein toller Auftritt, Captain. Noch vor Ende der Rede begann deine Besatzung zu jubeln. Sehr schön. Das heißt, die sind auf jeden Fall schon mal auf unserer Seite. Ja, cool. Herstellen, Sockenpuppe. Ja. So, du hast in der finstersten Ecke des Schiffs einige verrostete und angeschwollene Suppendosen gefunden. Irgendjemand muss sie dort vor langer Zeit deponiert und dann völlig vergessen haben. Sie sehen nicht wirklich unbedenklich aus, aber andererseits ist es Dosensuppe. Natürlich nehmen wir das mit, ist eine ganz klare Sache. Also wenn wir jetzt Dosensuppe bekommen, ich meine, wir haben schon ziemlich viel, deswegen eher unwahrscheinlich. Aber wenn wir was bekommen. Der plus 2. Alter, jetzt haben wir 11 Suppendosen. 11. 11. Oh, und der Rechner ist natürlich kaputt. Hallo, Captain. Dürfte ich fragen, warum du dir diese Dateien ansiehst? Eigentlich solltest du den Inhalt meines digitalen Speichers nicht sehen. Oh, Protox. Das ist eine spaßige Datei, aber jetzt bitte nicht. Oh nein, was hast du getan? Du hättest das Programm nicht ausführen sollen. Protokoll X initiiert. Das ist ein geheimes Protokoll. Das sollte ursprünglich ein Experiment sein. Die Initiierung des Protokolls wird schwerwiegende Konsequenzen haben.
Okay, ich benutze meine Stärke, ist eine ganz klare Sache hier. Was ist denn los, ey? Sockenpuppe dauert noch ein bisschen. Oder schauen wir mal. Ich muss sagen, ein sehr entspanntes Let's Play. Und, ey, cool. Ich nehme es extra gerade zum Schluss auf meine Aufnahmesession, einfach nur, weil ich kann mich einfach da jetzt hier hinhocken, ein bisschen quatschen, gucken, was hier so alles so Schönes gibt. Freunde dich mit drei Besatzungsmitgliedern. Ja, funktioniert ja schon mal ganz gut. Ich habe nur eins. Ja, Emmet bleibt dir gegenüber loyal. Sehr schön. Ja, wir haben die Statue gratis bekommen. Was will man mehr? Dann bauen wir hier das hier noch. Was, beides Steine, ne? Ja, easy. Also können wir noch fünf Suppendosen herstellen. Also wir könnten theoretisch einen Planeten sogar auslassen und gucken, was passiert, wenn wir zum nächsten fahren. Ich habe natürlich kein Klebeband. Ach Gott. Baue ich das gerade? Ja. So typisch wieder mal. Captain, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass die Luftschleuse erfolgreich als Weltraumtoilette verwendet werden kann. Aber verstopft ist. Oder kaputt ist. Wie auch immer. Wir kennen das Szenario deswegen. Wir können eh nichts machen. Es. Naja. Es war riskant, nichts wegen der Schleusentoilette zu unternehmen, Captain. Zu deinem Glück hat sich die Tür von alleine geöffnet. Wahrscheinlich, weil sie durch den Geruchsstau korrodiert wurde. Also, sie, will nicht sagen vergammelt, aber sie ist verrostet. Klebeband, nice. So, jetzt noch das Feuerzeug herstellen und dann haben wir alles, was wir brauchen. Oh nein, Captain, einer dieser Spinde klemmt und lässt sich nicht öffnen. Mit Stärke. Schlimmer doch, das ist mein Lieblingsspind. Wenn wir nichts tun, verlieren wir den Zugriff auf einige unserer Vorräte. Das wird nicht passieren. Ich werde das Ding nämlich einfach zerstören. Meiner Kraft. Tag 6. Deine beherzten Versuche, den Spind zu öffnen, bleibt leider erfolglos. Er klemmt immer noch. Frohe Gewalt ist manchmal eine Lösung, wenn man die nötige Kraft dafür besitzt. Und verletzt. Ach, ich bin auch noch verletzt. Wie gewonnen, so zerronnen, wa? Aha. Karten, es geht da etwas, das wir besprechen müssen. Karten, kannst du mich hören? Arg, in dieser Situation sagt man doch arg, oder? Ich hasse es, meine Lautstärke zu erhöhen, aber diese defekten Filter zur Entfernung von Körpergeruch machen einen furchtbaren Lärm. Ich glaube, er ist defekt. Klebeband, immer Klebeband. Immer Klebeband, Freunde. Okay, wir müssen wahrscheinlich doch rechtzeitig auf den Planeten runter. Einfach nur, weil wir haben echt kein Glück. Oh. Oh. Du hast den Filter zur Entfernung von Körpergeruch repariert, indem du die abgenutzten Schrauben durch Klebeband ersetzt hast. Die Kabine riecht jetzt nicht mehr nach ungewaschenen Astronauten. Okay, ja, ich habe beide vergessen zu füttern. Oh, nein, ey, nein, nein, nein. Captain, du hast deine Mundhygiene schon viel zu lange vernachlässigt. Ich sage dir jetzt, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz weh. Und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Wie es das Protokoll vorsieht, wurden die nötigen Werkzeuge automatisch ausgegeben. Ein Stück Faden, deine Flasche, Narkotikum. Nehme ich an. Auf der Flasche ist das Astroburger-Logo und jemand hat Narkotikum per Hand draufgeschrieben. Brauchst du einen Assistenten für die Prozedur? Also, das letzte Mal haben wir es unserem Genossen machen lassen und der hat dann dieses Narkotikum getrunken und wurde auch stärker. Ich versuche mich jetzt mal zu buffen. Also, ich glaube, das ist ein Buff und wir können uns aussuchen, wer gebufft wird. Und ich wähle einfach mal mich. Emmett könnten wir auch buffen, aber es muss ja nicht sein. Du bandest den Faden um deinen Zahn und das andere Ende an deinen Stuhl fest. Dann nahmst du eine heftige Prise von dem Betäubungsmittel und sprangst zurück. Als du den blutigen Zahn aus den Faden baumeln sahst, taumelst du ein paar Schritte zurück und fielst über irgendein Müll. Zum Glück hast du keine offenen Wunden davon getragen, aber du kannst dir allen Anscheins nach einen Muskel gezerrt haben. Was viel schwieriger zu behandeln ist als ein fauler Zahn. Ein Spielzeug hast du dir mit diesem Verhalten nicht verdient. Die sind nur für tapfere Captains. Okay, das nächste Mal muss es auch wieder der Kollege machen. Ich dachte, vielleicht kriege ich den Buff jetzt. Ja, gut, 7 Suppendosen. Captain, Zeit für die größte Ehre an Bord. Die notwendigste Aufgabe in diesem Shuttle, den Boden wischen. Von geschmolzenen Teertropfen bis hin zu einer feinen Schicht Hautschuppen.
Das Shuttle hat eine Reinigung bitter nötig. Emmett scheint zurzeit viel Zeit zu haben. Wirst du ihn bitten, seinen Muskelschmalz zu verwenden, oder soll er aus den Sachen an Bord ein Reinigungsmittel zusammenbrauen? Keine Ahnung, es hat doch beides nichts mit Stärke zu tun, sondern beides mit Intelligenz. Ich meine, du kannst stark sein, wie du willst. Und irgendwas zusammenbrauen kannst du ja trotzdem nicht. Emmett hat eine Art Bleichmittel zusammengekippt. Ach so. Ah. Klar, logisch. Bodenwischen ist stärker. Und wie er das hat. Außerdem roch das Hilfsmittel nach Apfel. Okay, cool. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an. Ja, dann muss ich beide jetzt schon wieder füttern, ne? Ja, dann füttern wir beide halt schon wieder hier. Komm. Ich hab's ja, Digga. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Und damit kommt die Intelligenzbestie zum Einsatz. Wie sieht's aus hier beim Herstellen? Ja, gut. Was sein muss, muss sein, ne? Tag 10. Erster Kontakt. Captain, das musst du dir ansehen. Wir haben Kontakt geknüpft. Nice. Unser oder insbesondere dein Leben wird sich bald für immer verändern. Steht hier auch, wie viel Zeit vergehen muss? Signal kommt von überall. Wir können sicher sagen, dass wir früher oder später auf ihn treffen werden. Okay, früher oder später. Ja, das ist nicht gut. Wollte eigentlich jetzt. Ich stell's doch gerade her! Diesem Shuttle fehlt der elektromagnetische Schutz, über den größere Raumschiffe verfügen. Oder einfacher gesagt, es wurde nicht für lange Weltraumreisen gebaut. Das bringt natürlich einige geringfügige Gefahren mit sich, für deine Haut, um genau zu sein. Erinnerst du dich daran, wie deine Mutter dich immer darauf hingewiesen hat, dass du dich immer am Strand mit Sonnencreme einschmieren sollst? Nun, hier draußen ist es wesentlich wahrscheinlicher, sich einen Sonnenbrand einzufangen. Gibt ja auch keine Atmosphäre, die dich schützt. Würdest du dem bitte, bitte etwas Sonnencreme auftragen? Nö, ich werde jetzt einfach braun. Wir werden diesen Weltraum nicht überleben, ey. Du hast keine Sonnencreme getragen, um dich vor den elektromagnetischen Strahlen zu schützen, die so unverschämt durch das Vakuum des Weltraums sausen, dass du ba du Punkt. Du hast behauptet, dass du von Sonnencreme Pickel bekommst. Ich kann da weder zustimmen, noch kann ich es ausschließen, denn als KI habe ich noch nie Pickel gehabt. Deine Haut strahlt Hitze aus, du beschwerst dich über deine Müdigkeit und dein ganzer Körper zeigt dieses eindeutige hochrote Glühen, auf das Sonnenbrände ein Patent angemeldet haben. Jetzt ist es wohl zu spät. Jetzt kannst du nur noch warten und darauf hoffen, dass wir diese Gegend mit schlimmer Strahlung bald verlassen. Oh, und Aloe Vera könnte helfen, wenn wir welche hätten. Viel Spaß als Hummer. Dankeschön. Siehst du diesen Tresor da in der Ecke, Captain? Das ist der Tresor des Captains. Er ist für dich bestimmt. Sicher hast du den Code? Nein. Logik-Chip überhitzt. Systemfehler. Wurdest du wirklich vom Astroburger-Führungsprogramm zum Captain ernannt? Im Zweifel für den Angeklagten, zumindest vorerst. Da du den Code nicht besitzt, willst du den Tresor mit Gewalt öffnen oder willst du dich lieber auf deine Fingerfähigkeit verlassen? Mit Gewalt. Ich meine, wir haben die härteste Stufe an Gewalt, die wir kriegen können. Und wir haben es nicht gekriegt, diesen komischen Spind aufzukloppen. Und jetzt soll das hiermit klappen. Also zum Thema Tresor. Du hast es geschafft, ihn mit Gewalt aufzustemmen. Das Krafttraining in völliger Schwerelosigkeit wirkt anscheinend Wunder, Captain. Das Einzige, was darin lag, war ein Blatt Papier mit der Aufschrift "Nicht vergessen, irgendwas Nützliches in den Tresor legen". Na, danke auch. Super. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Aber wir kommen gut voran. Sagen wir es so. Ich meine, wir haben alles, außer Essen. Wir können noch ein bisschen Essen herstellen. Da, wegen dem Verbandskasten jetzt nur noch 4 Stück. Aber naja. Wieso ist das alles rot? Ich kann meinen eigenen Kameras nicht glauben. Gerade sind ein Dutzend Kartoffeln an uns vorbeigerast. Oh, die holen wir uns mit Stärke rein. Komm schon, essen. 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 Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ja! Ja. Ah.
Die Feiertomaten wurden von den Bauern des Planeten Pomodoria ins Weltall geschossen und wir haben sie aufgesammelt und kriegen 2 Stück dafür. Captain, ich erfasse ein großes Objekt unbekannten Ursprungs ganz in der Nähe. Es ist hohl, darin könnten sich Vorräte befinden oder vielleicht sogar andere intelligente Lebensformen. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Soll ich unseren total tollen Traktorstahl aktivieren? Ja, das ist der offizielle Name. Charlene vom Astroburger Hauptquartier hat die Namensrechte bei der Weihnachtstombola gewonnen. Super. Oh, ja, komm. Weißt du was? Ich meine, wir haben mehr als genug Essen, aber wir hatten dieses Szenario noch nicht und ich will gerne jedes Szenario mitnehmen als positiv und negativ. Ich meine, es ist alles Erfahrung, was wir sammeln müssen, ne? Tag 14, Ende. Komm schon. Du hast das mysteriöse, hohle Weltraumding an Bord geholt und es geöffnet. Leider war der darin versteckte Astronaut schon lange tot. Verwesung im All ist äußerst interessant, Captain. Ich habe viele nützliche Daten. Nein, du hast recht, Verzeihung. Möge er in Ruhe und Frieden. In Ruhe, Frieden. Frieden ruhen. Diese Erfahrung hat sich negativ auf deine geistige Gesundheit ausgewirkt, ebenso auf die deines Besatzungsmitglieds. Ihr habt ständig vor euch hingemurmelt, das hätte ich sein können. Eure Verwendung des Konjunktivs verwirrt mich, Captain. Das könnte immer noch passieren. Super. Hau noch einen drauf, ey. Okay. Beide hungrig, beide wollen essen, bitte. Haben wir noch 5 Stück. Oh, du glaubst es, ob du es glaubst oder nicht, Captain, aber wir könnten tatsächlich Glück haben. Wir nähern uns einem Himmelskörper. Das war die Kuhwelt. Jedenfalls denke ich, dass das die Kuhwelt ist, weil die Kuh halt auch golden ist. Okay, ja, komm, gehen wir runter. Können wir uns gleich um Essen kümmern. Und dadurch, dass wir die meisten Szenarien mittlerweile kennen, kommen wir schon ganz gut bis zu diesem Punkt. Bin verletzt. Warum? Kannst du mich hören, Captain? Aufstehen! Erinnerst du dich daran, was passiert ist? Du hast eine Notlandung versucht, aber das Shuttle ist abgestürzt. Ich fürchte, dass das Schiff ernsthaft beschädigt wurde und die Kommunikationskonsole nur aus Einzelteilen besteht. Ich glaube, wir haben hier keinen hoffnungslosen Fall, jedoch wird es eine Weile dauern, bis ich die optimale Art und Weise der Durchführung der Reparaturen berechnet habe. Bitte bleib geduldig, Captain. Nimm dir erstmal einen Moment Zeit, um deine Umgebung zu betrachten. Wer weiß, vielleicht stellt sich dieser Ort als eine Art Mutopia heraus. Warte, habe ich gerade gemut? Was für ein seltsamer Fehler. Ich habe natürlich Utopia gemeint. Okay, das Expeditionsmodul funktioniert. Wir schicken Emmett auf jeden Fall los. Emmett ist hungrig. Beide sind hungrig. Damit haben wir noch 3 Essen. Und geheilt werden musst du auch noch. Wir müssten eigentlich mit dem Essen jetzt noch ein bisschen klarkommen. Okay. Wir reparieren erstmal unser Kommunikationsdingenskirchens und schicken Emmett direkt los. Ich glaube, wenn wir erstmal Energie holen, ist das nicht schlecht, ne? Weil den anderen Kram brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, da werden wir später hingehen. Wir brauchen erstmal die Maske, deswegen holen wir uns die Batterien. Schicken Emmett los und er geht los mit Schaufel. Und. Ja, meinetwegen dem. Ich meine, wir sind auf Mutopia. Da wird ja wohl irgendwas drin sein mit der Figur, oder? Tag 16. Guck mal, uns geht's richtig gut. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragungen empfangen können. Ja, cool. Du beschwerst dich nicht länger, du bist nicht verletzt, du fühlst dich energiegeladen, Captain, du siehst gesund aus. Okay. Warte auf Kontakt. Na gut. Ach Gott. Warum? Machen wir erstmal den Kommunikator fertig. Kannst du meine Zähne klappern hören, Captain? Natürlich nicht, denn ich bin ein Computer und habe keine Zähne. Ist doch klar. Leider muss ich dir aber mitteilen, dass das Wärmemodul in einer Kühlungsschleife steckt. Es wird schon sehr bald sehr kalt. Mit dem Feuerzeug erhitzen wir das Ganze, weil die Puppe werde ich auf jeden Fall nicht verschwenden. Das kannst du knicken. Puppe ist mir heilig.
Tag 17. Das Wärmemodul wurde auf die Werkeinstellung zurückgesetzt und läuft auf der tropischen Einstellung, Captain. Vorschlag: Warum machen wir aus dem Feuerzeug kein Wärmemodul-Bereitschaftssystem? Es hat heute funktioniert und das wird es wieder. Weil ich gut bin. Aber das Feuerzeug ist jetzt weg, oder was? Nö. Alles gut. Das Feuerzeug ist noch da. Okay. Das Feuerzeug ist noch da. Schaufel haben wir nicht mehr. Gut. Ich bin eine Maschine und Maschinen können keine Stimmen hören. Die Stimmen, die ich gerade nicht hören kann, werden jedoch immer lauter. Oho, du hörst sie also auch? Meine Gewichtssensoren erfassen auch etwas. Eine zweidimensionale Spezies. Das erklärt, wieso meine Kameras sie nicht erkannt haben. Ziemlich tückisch. Mit einem entschlossenen Schrei kommen die Stimmen rasant näher. Die Luft innerhalb der Tür zieht sich sieht ziemlich leer aus. Doch plötzlich auch äußerst feindselig. Wie wirst du uns verteidigen, Captain? Mit dem Feuerzeug. Das hat beim letzten Mal funktioniert und das wird jetzt auch wieder funktionieren. Das Feuerzeug ist nämlich ultimativ. Eine zweidimensionale Spezies ist in dein Schiff eingedrungen. Du hast sie nicht kommen sehen, bis du ein Feuerzeug angezündet hast. Plötzlich waren an den umliegenden Wänden zahlreiche Schatten zu sehen. Die gewöhnlicherweise für die 3D-Welt nicht sichtbaren Kreaturen kamen mit der Aufmerksamkeit nicht klar. Verlegen huschte einer nach der anderen davon. Ja, cool. Hungrig, Captain? Nein. Captain, etwas ist auf uns gelandet. Es scheint eine Art Druide zu sein. Er hat sich gerade aktiviert. Er trägt einen eingesponnenen Sack mit Treibgut auf seinem Rücken. Metallschrott, Pflanzenteile und andere Kuriositäten. Einschließlich etwas, das aussieht wie ein Schädel. Er streckt sich, um die Luftschleuse zu öffnen. Soll ich die äußere Luftschleusentür sichern und den Roboter den Zutritt verwehren? Nein, wir lassen ihn rein. Er gibt uns bestimmt irgendwas Gutes. Der muss mir irgendwas Gutes geben. Oder ich bin tot. Dann war das eine recht kurze Episode. Trotz der unheimlichen Ankunft des kleinen Droiden hast du beschlossen, die Luftschleuse nicht zu sichern. Ich muss zugeben, ich hatte an dieser Vorgehensweise gezweifelt, doch die Maschine erwies sich als recht ressourcenreich. Als wir den Droiden hereinließen, schwenkte er umher und sammelte Staub, Metallsphäre und Müll ein. Er schwirrte ein wenig herum, dann schossen aus seinem hinteren Ende kleine Metallkugeln heraus. Eine davon war eine Kugel aus essbaren organischen Produkten. Ein Snack. Er räumte fertig auf, verschwand und während du noch seinen Robocode futtertest, war er weg. Das heißt, Essen gespart. Nicht schlecht. Gut, Freunde, wie es auf Mutopia weitergeht, das erfahren. Sind wir woanders gelandet als sonst? Das erfahren wir morgen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und wir gucken mal, wie Bronco sich da antut. Haut rein, euer Zero. Tschüss.